herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind. Es sind heute zwei. Es sind die Videografen. Es ist die Filmproduktionsunternehmen aus Bremen. Die beiden Jungs heißen Jannis Krenke und Ismail Meisinger. Die beiden machen Corporate-Videos, Musikvideos, Event-Videos in atemberaubender Qualität und mit revolutionärem Stil. Und ich freue mich riesig, dass ihr beide da seid und herzlich willkommen heute im Podcast. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Cool, ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben, muss ich gleich mal von vornherein sagen, mit dem ganzen Aufbauen. Und die sind jetzt in ihrer eigenen Halle drin und haben richtig cool alles aufgebaut und vorbereitet. Und fangen wir direkt an mit dem persönlichen Ausrüstung. Marketing sind so die Oberbegriffe. Wenn euch jemand fragt, sag mal, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdet ihr dann sagen? Also wenn mich jemand auf der Straße trifft, sage ich erstmal, ich bin Videograf von Die Videografen. Der Name passt auf jeden Fall. Und ich würde mich aber eher als Geschichtenerzähler benennen, als Filmer. Also ich muss eher was erschaffen. Und es ist mir gar nicht so wichtig, ob das mit einer Kamera stattfindet. Ich finde, mit einer Kamera kann man das am besten tun. Und mein Job ist es, einem Kunden immer mehr Erfolg zu bringen. Ob das jetzt für den Kunden Glücklichkeit ist oder ob das für den Kunden finanzieller Erfolg ist, das ist mir relativ egal. Sehr cool. Was ich richtig cool finde, was ich nochmal so erzählen wollte, was viele wahrscheinlich nicht wissen, die beiden Jungs sind erst 21 Jahre alt und haben schon mit 19 ihr eigenes Gewerbe gegründet und ich finde das mega Respekt, mega cool. Und ich finde, es sollten viel, viel mehr Leute machen und sagen, ja, wenn ich das gut kann, warum mache ich mich damit nicht selbstständig und starte richtig durch? Wann hat es denn genau bei euch mit Videos angefangen? Also wenn man ganz weit zurückgeht, dann haben wir im Kindesalter angefangen. Also meine Eltern haben mir damals haben sich damals einen großen Camcorder gekauft, den ich mir dann direkt geschnappt habe und mit meinen damaligen Freunden Filme nachgespielt habe, wie zum Beispiel Harry Potter. Dann habe ich Ismail kennengelernt irgendwann in der Schule und wir haben früher wahnsinnig viel Musik zusammen gemacht und haben uns dafür dann auch einen Camcorder gekauft, um halt Musikvideos für uns zu drehen. Mhm. Genau, das ging dann so weiter und irgendwann kamen dann halt die ersten anderen Musiker, für die wir halt auch Musikvideos gedreht haben. Also mit Musikvideos ist so quasi der klassische Einstieg und dann habt ihr gesagt, ja, wir können auch noch mehr und dann lass uns doch mal in die Business-Schiene gehen. So könnte ich mir das vorstellen, oder? Genau, so ähnlich ist das abgelaufen. Ja. Sehr cool. Was gefällt euch denn so an der Videografie am meisten? Ach, generell das Ganze, dass man Emotionen erschaffen kann, dass man Geschichten erschaffen kann, dass man verschiedene Stimmungen erschaffen kann durch Stilmittel oder durch Techniken. Und was mir besonders gut gefällt, was mir in letzter Zeit oft auffällt, ist, wenn man zum Beispiel Eventvideos macht, dass wir das Event in unserem Video viel glamouröser und toller aussehen lassen können, als es in Wirklichkeit ist. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen die Essenz unserer Filme, dass vielleicht war es in echt gar nicht so, aber in unseren Videos sieht es immer sehr, sehr spektakulär aus und das ist sehr, sehr cool. Also es gibt wenig Medien, wodurch man das machen kann. Das stimmt, ja, das ist echt cool. Und wann war so der Schnitt bei euch so, wo es professionell wurde vom Musikvideo? Habt ihr jetzt den ersten Auftrag dann generiert und war es von Anfang an professionell oder ist es so langsam, hat das sich so langsam eingeschlichen, sag ich mal? Also so der Startschuss, würde ich sagen, war 2017. Da haben wir beide gleichzeitig die Schule abgebrochen und dachten uns, ja, lass uns doch selbstständig machen mit dem, worauf wir Bock haben. Und ab da haben wir uns jeden Tag hingesetzt, mindestens 8 Stunden, haben gearbeitet, uns Sachen angeeignet und halt versucht, ein Netzwerk aufzubauen. Finde ich voll geil. Also ich liebe euch beide immer mehr. Ich finde es richtig cool, einfach mal zu sagen, komm, scheiß Schulsystem. Ja, wirklich. Komm, wir schmeißen alles hin und wir werden einfach die Könige der Videografie. Ich finde es einfach voll geil. Doch, echt. Also Respekt. Richtig, richtig viel. Und es scheint ja zu funktionieren. Also man kann sich ja nicht aus vom Taschengeld her so eine riesige Lagerhalle gönnen mit allem drum und dran. Und das scheint ja wirklich, euer Konzept scheint ja wirklich aufzugehen. Ja. Und ich finde, wenn man wirklich mit Herzblut dabei ist, dann ist es ja auch kein Job mehr. Dann macht es ja einfach nur noch Spaß und dann darf ja auch so sein. Habt ihr denn, wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, der von euch ein Video gemacht hat, was würde der mir sagen, was eure Videos denn so besonders machen? Also erstmal haben wir eine sehr, sehr hohe Qualität und wir haben sehr, sehr viel persönlichen Charme in den Videos. Das heißt, die Videos sind sehr künstlerisch, sehr zum Teil auch verrückt, brechen mal aus den Regeln raus
Und unsere Videos macht einfach aus, dass wir da immer mit viel Elan rangehen, egal was es für ein Job ist, weil wir nur Sachen machen, auf die wir Bock haben. Das heißt, unsere Videos machen aus, dass die durchgehend gut sind. Sehr coole Antwort, ja. Sehr, sehr. Und das Alleinstellungsmerkmal, wenn ihr das jetzt selber von euch sagen würdet? Da könnte man direkt da jetzt anschließen, dass wir halt, egal wie klein der Auftrag ist, dass wir halt wirklich immer 100% geben. Also wenn es jetzt ein kleines Interview irgendwo ist, dann sitzen wir da halt so lange und machen die Ausleuchtung, bis es halt perfekt ist. Das stimmt. Das finde ich. Ich bin wirklich, Jungs, ich bin total begeistert. Das sieht echt voll geil aus und sehr professionell. Ich meine, die anderen Leute sehen es natürlich hinterher nicht, wie es hinter Backstage aussieht, aber das, was ich so sehe jetzt in der Übertragung, ist echt. Ich fühle mich auch so ein bisschen geehrt. Ich bin ganz stolz darauf, dass ihr das so wirklich ernst, sehr, sehr ernst genommen habt und euch da so super vorbereitet habt. Selbstverständlich. Ja, super. ihr habt vorhin gesagt, ihr habt 8 Stunden teilweise gesessen, habt euch weitergebildet. Wie habt ihr euch denn weitergebildet und wie bildet ihr euch denn heute weiter? Also wir haben am Anfang das sehr klassisch gemacht, dass wir ganz, ganz viel YouTube-Videos geguckt haben, die ganzen großen, die es da gibt. Und Filme geguckt haben und analysiert haben. Und mittlerweile würde ich sagen, sind wir an einem Standpunkt, wo man bei YouTube so 99 von 100 Videos irgendwie schon den Inhalt kennt und da sehr, sehr wenig lernen würde. Und deshalb sind wir jetzt übergegangen, dass wir nur noch durch unsere Arbeit lernen. Das heißt, wir versuchen einfach so viele Jobs wie möglich zu machen und dann bei jedem Job immer was Neues kennenzulernen. Also ich weiß, wenn ich mir jeden Job angucke, den wir je gemacht haben, dann ist jeder Job besser und ich denke, dass man da das meiste lernt, wenn man aufpasst bei seinen eigenen Jobs, was man da besser machen kann und wie was aussieht, wenn man neue Sachen ausprobiert und vielleicht dann auch mal 2 Stunden länger dreht oder 3. Sehr cool, das stimmt, ja, kann ich nur, und vor allem, es geht ja immer extrem viel schief am Set auch, ne, wo man dann vorher gar nicht mit gerechnet hatte und dann sagt man hinterher, cool, das war wieder so ein Learning, das machen wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder von vornherein besser, dass das nicht passiert. Sehr cool. Was macht denn eurer Meinung nach ein Video unvergesslich? Da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, die ein Video unvergesslich machen können. Das wäre zum einen natürlich die Emotion in dem Video. Dann gibt es noch die Bildgestaltung an sich. Also du kannst halt atemberaubende Bilder zeigen, die das Video unvergesslich machen können. Es kann aber auch die Musik sein. Und aus diesen Werkzeugen kann man sich dann, wie man möchte, halt ein unvergessliches Video zaubern. Mhm. Das stimmt. Und was macht ihr in eurer Freizeit, um von diesem ganzen Business-Stress wegzukommen? Also wir beide verbringen in der Freizeit viel Zeit mit unseren Freundinnen. Wir machen beide immer noch Musik, wenn auch nur noch hobbymäßig. Wir haben verschiedene Freizeitbetätigungen. Aber ich muss auch sagen, da mir meine Arbeit so gut gefällt, finde ich es auch nicht so schlimm, dass ich auch in meiner Freizeit sehr, sehr viel über die Arbeit nachdenke. Also es macht mir fast eher Spaß, dass ich, wenn ich am nächsten Tag ins Büro komme um 9 Uhr, 1 Million neue Ideen habe, die ich dann direkt besprechen muss. Sehr cool. Und, also ich finde es okay, dass mich die Arbeit nicht loslässt. Ich kann damit gut leben, noch. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Das ist so eine Frage. Also es ist gut, wie es momentan ist. Und ich würde jetzt sagen, wir haben nicht das Ziel in 10 Jahren, sondern wir sind offen für das, was kommt. Aber angenommen, es würde bleiben, wie es ist, wäre das voll in Ordnung. Aber es ist natürlich immer Luft nach oben. Okay, cool. Das heißt, so in 10 Jahren habt ihr dann vor, noch Mitarbeiter einzustellen und zu expandieren, oder? Definitiv, also das wahrscheinlich dieses Jahr sogar noch. Ah, sehr cool. Ich drücke euch die Daumen und ich glaube auch, ihr seid auf einem sehr coolen Weg. Nächstes große Thema, Ausrüstung, Workflow. Ausrüstung, du hast gesagt, du hast vorhin mit einer riesengroßen Kamera angefangen. Überspringen wir das quasi direkt. Mit welcher Kamera filmt ihr euch denn jetzt gerade? Das ist die Blackmagic Ursa Mini Pro 4,6K mit dem 70-200 drauf. genau, das ist so unsere Hauptkamera. Mit der machen wir eigentlich alle größeren Arbeiten. Und wenn wir auf Events unterwegs sind, haben wir da meistens 2 Sony A7 S2 dabei. Und dann auch meistens das Sigma 1835 und das 70-200 drauf. Sehr cool. Genau, und das Licht ist das Aperture 120 D Mark II. Ja. Sehr cool. Ja, kenne ich auch. Ja, habe ich auch schon gehört. Sehr cool. Also es sieht sehr gut aus. Sieht wirklich, was ich so sehe, ist echt Bombe. Programm, was für ein Programm benutzt ihr zum Editing? Ja, also wir haben so einen relativ großen Workflow
an Programmen. Wir machen den reinen Schnitt machen wir in Premiere. Dann machen wir das Compositing und so Grafiken und so weiter in After Effects. Für größere Animationen geht es dann mal in Cinema 4D. Audio machen wir in Audition. Und das Grading wird in DaVinci gemacht. Das ist wirklich ein langer Workflow. Ja, das muss man wirklich... Ja, aber das klingt, also es ist ja dann auch professionell. Das heißt, da kann man eigentlich von ausgehen, dass ihr euch in jedem Teilbereich extrem viel Mühe gibt und dass das Endresultat wirklich gut aussieht. Also ich habe jetzt auch natürlich schon ein bisschen gestalkt bei euch, habe mir ein paar Videos angeguckt und die sehen wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich wirklich sagen. Ich habe schon einige gesehen, deswegen kann ich mit Recht behaupten, so also ein bisschen Ahnung habe ich schon. Ja, vielen Dank. Sehr cool, doch wirklich. Was steht denn bei euch noch so auf der Kaufliste, was ihr euch gerne noch holen möchtet? Ich bin schon relativ zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Es kommt auch immer wieder zwischendurch ein bisschen was dazu, wie zum Beispiel noch ein Licht oder eine Kleinigkeit. Ich hätte gerne noch eine Red, einfach weil die Marke ist mir super sympathisch. Ich liebe Red. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei uns bei Ari wird. Da müssen wir uns dann... Ich liebe Red, aber es wird eine Ari, das ist auch geil. Ja, ich bin eher der Ari-Fan. Genau. Okay. Ja, cool. Ja, vielleicht irgendwann beide und dann kann man sich ja betteln, welche cooler ist. Sehr cool. Aber ich habe von ganz vielen Kollegen gehört, also eine Ari macht doch mehr Sinn und anstatt eine Red, weil die einfach von den Farben her tausendmal besser sein soll anscheinend als die Red, sind halt so ein paar. Ich hatte schon Interviews mit einer Red von Kollegen, die sich selbst gefilmt haben und das war Katastrophe, weil ständig dieser blöde Lüfter anging. Und da war der Sound natürlich dann im Arsch, weißt du? Das ist dann... Okay. Dann auch, ja, das ist doof, das stimmt. Das ist wirklich doof. Und da hast du bei einer A7 S2 hast das halt nicht, da ist halt Stille. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. Ja. Für den Schnitt, wie viele Tage berechnet ihr denn für euren Schnitt? Also euer Workflow ist ja relativ groß. Und wenn ich jetzt von der Produktion angehe, sage ich mal, ich mache jetzt Musikvideo. Wie lange braucht ihr, bis ich das Musikvideo in den Händen halte? Ah, das ist bei uns immer sehr schwer zu verallgemeinern, weil viele Arbeiten, die wir machen, sind sehr künstlerisch und dann ist es immer eher so die Kreativität, wie ist die gerade da? Und deshalb bei neuen Jobs brauchen wir immer so 1 bis 3 Tage für die meisten Jobs. Und wenn man Sachen schon oft gemacht hat, das heißt, wenn wir Dauerkunden haben oder auch wenn wir sowas wie Interviews machen, dann können wir das zum Teil auch sehr, sehr schnell machen. Also wir haben auch Jobs, wo wir in 1-2 Stunden den Schnitt durchhaben. Allerdings bei neuen kreativen Sachen sind das dann doch eher 1 Tag mindestens. Das heißt, jetzt mal runtergebrochen, was ist so das Schnellste und was ist so das Längste, was ihr an Zeit braucht? Puh, also wir haben bestimmt mal 4 Tage gebraucht für einen Schnitt oder sogar noch länger. Wir haben aber auch Kunden, da ist das dann nicht so das Hexenwerk und wir haben das schon 1000 Mal gemacht. Da dauert ein Video manchmal nur 20 Minuten, ein 20-Minuten-Video tatsächlich. Also das schneiden wir dann in Echtzeit. Also vor 2 Tagen zum Beispiel war gerade so ein Fall. Da war das Video, glaube ich, in 10 oder 15 Minuten fertig. Das geht dann schon ab und zu mal ganz schnell. Sehr cool. Habt ihr irgendwelche Tipps oder irgendwas, was die Effizienz und Effektivität, wo ihr jetzt gemerkt habt, dass durch diesen Workflow wurde das Ganze schneller? Habt ihr da irgendwas? Ja, also es sind Pausen, sind wichtig. Mhm. Also jeder, der in der Branche unterwegs ist, kann ja bestätigen, dass das ab und zu schon ganz schön an die Substanz geht. Und wenn du halt nicht diese Pausen einhältst, dann hältst du das nicht länger durch als ein paar Wochen. Genau, also Pausen sind ganz, ganz wichtig. Nicht immer 24/7 durchpowern, zwischendurch mal abschalten und sich auf was anderes konzentrieren. In Bezug auf den Schnitt ist es ganz wichtig, die Shortcuts zu kennen. Also in jedem Programm alle Shortcuts müssen drin sein. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn man da die Shortcuts nicht kennt, dann braucht man da viel, viel länger. Das stimmt, ja. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, da mit den Fingerchen auf der Tastatur, aber hinterher, wenn man das drauf hat, also ich merke bei mir persönlich das alleine bei Photoshop, dass er zack, 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 fertig und wenn ich vorher, da habe ich, glaube ich, 1 Stunde an so einem blöden Foto rumgedoktert und das ist ja beim Videoschnitt das gleiche, also bei Premiere, ich arbeite ja auch mit Premiere, da ist es ja ähnlich, also da hat man dann auch zack, zack alles drauf und dann funktioniert das schon, ja. Ja, sehr cool. Dann sind wir eigentlich mit Ausrüstung auch durch. Dann haben wir das nächste große Thema, ist Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findet ihr denn für Einsteiger am sinnvollsten? Also ich denke, das Wichtigste, was ein Einsteiger braucht, bevor er irgendwie zu Leuten geht, ist erstmal Referenz. Das heißt,
Referenz heißt nicht tausende Videos, was man auch oft sieht, sondern für jedes Genre einfach ein Video, was wirklich gut ist. Und das kann man auch umsonst machen, kann man auch drauf zahlen, aber dieses eine Video, das komplett durchziehen. Und wenn man dann für die Genres ein Video jeweils fertig hat, dann würde ich sagen, dann so viel Marketing machen, wie es nur geht. Das heißt, theoretisch auf die Straße gehen, zum nächsten Bäcker gehen und dem die Karte geben, das Video zeigen, sagen, hey, hier, guck mal, wir haben am Anfang unserer Karriere haben wir hunderte von YouTubern angeschrieben zum Beispiel. Einfach die wir nie gesehen haben, die wir nie kannten oder irgendwas, haben wir einfach angeschrieben und davon kommen dann 10 rum. Also Kaltakquise als Anfänger, denke ich, ist sehr wichtig. Mhm. Und die restliche Zeit dann auf jede Veranstaltung gehen, die irgendwie in die Richtung geht. Was denn für eine Veranstaltung zum Beispiel? Das heißt zum Beispiel einfach eine Veranstaltung, wo man weiß, okay, da sind jetzt viele Unternehmer aus Bremen mit Firmen, die alle Videos brauchen. Das heißt zum Beispiel irgendwie eine Infoveranstaltung für Großunternehmen, eine Veranstaltung von Mercedes oder wir haben hier in Bremen Ubimax, die sind riesig. Oder also einfach irgendwelche förmlichen Veranstaltungen, wo man weiß, da sind die Kunden. Das müssen nicht zwingend Vertriebsveranstaltungen sein, sondern alles, wo man weiß, da kann ich mit den Kunden in Kontakt kommen. Okay, ja, finde ich sehr cool. Also einfach so offensives Marketing, direkt auf die Leute zugehen und dann, was mich interessieren würde, wie machst du das denn? Du stehst jetzt auf der Veranstaltung, ihr seid jetzt da zu zweit, gehe ich mal von aus. Wie gehst du denn zu dem netten Herrn hin und sagst, ich habe hier Video? Ja, also es gibt so einen schlimmen Verkäuferspruch und das ist nicht gekauft hat der Kunde ja schon. Das heißt, einfach hin. Verscherzen kann man sich nicht, weil vorher kannte der mich hier auch nicht. Das heißt, man geht einfach hin, sagt, hi, was machen Sie? Irgendwie erzählen Sie doch mal, dann fragt man ein paar Fragen, dann wird er auch fragen, was man selber macht, weil das ist einfach die Höflichkeit. Dann sagt man das, dann sagt er, oh, interessant, können wir da mal was sehen? Und dann zeigt man ihm das und dann kann man immer so ein bisschen versuchen, den zu drängen, dass er da dann interessiert wird. Aber viele werden da auch von selber interessiert und viele Gespräche bringen auch gar nichts, aber das ist okay am Anfang, weil man hat am Anfang eh nichts zu tun. Sehr cool, ja, sehr, sehr cool, doch. Wie bereitest du dich denn da auf dieses, wenn du jetzt du hast jetzt den kennengelernt, den coolen Mann, und sagst, okay, lass uns mal treffen zu einem Gespräch, dann hast du ja quasi schon ein Business-Kunden-Gespräch. Wie bereitest du dich denn darauf vor? Ich gucke erstmal, was ist der Kunde für ein Mensch, das heißt, ich google mal, hat er vielleicht irgendwelche Interessen, wo man sich überschneiden könnte, die man mal so reinwerfen könnte? Dann guckt man, was hat er für eine Firma, was steht da so an, dass man sich ein bisschen über sein Thema auskennt, damit er auch denkt, man wäre sehr kompetent. Das heißt, man kann ein bisschen schummeln. Wenn der für Autos irgendwas macht, dann informiert man sich vorher eine Stunde über Autos, dass man da ein bisschen mitreden kann und überlegt sich, was kann der Kunde von uns wollen an Videos. Und bis auf das gehen wir immer mega entspannt dahin. Und improvisieren dann meistens. Das können wir ganz gut. Sehr cool. Habt ihr denn so eine Zielgruppendefinition mal? Habt ihr euch mal hingesetzt am Abend, habt gesagt, das ist unser Wunschkunde? Habt ihr das mal gemacht? Das haben wir tatsächlich noch nie gemacht. Unsere Produktionen waren und sind sehr vielfältig. Also wir haben wirklich Businessmenschen, wir haben YouTuber, wir haben Musiker. Also eigentlich von allem etwas. Und das ist auch eigentlich schön, also das machen wir sehr gerne, es funktioniert, es macht Spaß, es ist abwechslungsreich, also eine einzige Zielgruppe wäre mir persönlich zu langweilig. Du, wie bereitest du dich denn oder wie überzeugst du denn deinen Kunden von deiner Arbeit und deiner Leistung? Hast du da irgendwie so einen Trick, wo du sagst, so kriege ich meinen Kunden immer? Das ist so, wir kommen zum Kunden mit unserem Produkt und sind sehr überzeugt von dem Produkt. Wir wissen, dass wir was Gutes erschaffen haben und das spürt der Kunde ja auch. Und dadurch bekommt der Kunde halt auch ein super Gefühl und ist glücklich mit dem Endprodukt. Ja, also mega das Selbstvertrauen ist die beste Waffe, die man hat bei einem Kunden. Wenn man selber sagt als Profi, meine Videos sind richtig gut, dann glaubt er einem das, weil wir sind ja die Profis. Das stimmt, das ist so, ja. Wie berechnet ihr denn euren Preis? Habt ihr da, also ich will nicht wissen, was ihr kostet, sondern einfach nur, wie ihr euren Preis berechnet, dass der für euch passt? Ja, das ist bei uns immer so ein wildes Zusammenspiel. Also man hat natürlich ungefähr das, was will ich pro Tag haben, was brauche ich zum Leben. Das heißt, das ist immer so die Grundlage, das will ich mindestens haben pro Tag. Und dann guckt man so ein bisschen pro Job,
was genau das ist, was das für ein Kunde ist, ob man da ein bisschen höher geht, ein bisschen niedriger geht, was schätzt man, können da irgendwie noch Fehler einschleichen, wodurch das Ganze teurer werden kann. Also auf Basis von dem Tagessatz macht man dann im Grunde nochmal so einen ein bisschen weiter definierteren Satz, je nach Kunde und Genre. Ja, sehr cool. Seid ihr beiden auch auf YouTube vertreten und stellt euch selbst vor die Kamera, oder? Nein, sind wir nicht. Okay, habt ihr auch nicht vor. Keine Lust drauf. Also bei uns gab es öfter mal das Gespräch. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr gerne Kamera Cave früher geguckt, gucken wir auch heute noch. Und den hast du ja auch interviewt. Und wir haben uns das oft gefragt. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn man wirklich YouTube gut machen will und da viel Erfolg haben möchte, dann muss man da auch plötzlich 4-5 Tage die Woche rein investieren an Zeit. Und dann hätten wir keine Zeit mehr für die eigentliche Arbeit. Und deshalb ist YouTube zumindest so lange aufgeschoben, bis wir Angestellte haben, die YouTube für uns machen. Sehr cool, sehr coole Antwort. Das ist eigentlich auch genau das, was ich machen möchte, ist halt auf YouTube präsent sein, dort Inhalte bringen und dann für meine Kollegen dann einfach Werbung machen, dass die Leute dann meine Kollegen finden, die ich dann auf Videoduo vertreten habe. So ist mein Plan auch, wie das funktionieren soll, weil ich habe gesagt, genau so sehe ich das nämlich auch. Du kannst nicht beides machen. Du kannst nicht den ganzen Tag Videos produzieren für Businessleute oder sonst irgendwas und dann noch auf Social Media aktiv sein und dich komplett ins Marketing reinhauen. Also ich finde, da muss man schon so entweder mache ich das eine oder das andere, und das ist das, was ich zum Beispiel bei Videoduo mir gesagt habe, das will ich so ein bisschen abnehmen, dann mache ich das Marketing und die Kollegen machen dann die Produktion, und das kommt sehr, sehr gut an, das funktioniert sehr gut. Also ich bin natürlich auch noch so in den Kinderschuhen, aber ich hatte bis jetzt das Glück, mit ziemlich coolen Leuten so wie euch Interviews zu führen, und das bringt schon wirklich, also das Krasse ist, das kennen mir schon einige Leute nur durch diese Interviews von anderen, das ist, es funktioniert, ja, es funktioniert wirklich sehr gut. Ja, bin ich ganz stolz drauf. Jetzt seid ihr ja noch relativ, also ihr seid ja nicht, ich will euch nicht Böses, aber ihr seid ja noch sehr, sehr jung. Jetzt habt ihr euch irgendwie aufgeteilt in der Arbeitsweise von eurem Unternehmen. Wer macht das und wer macht das, oder macht ihr beides zusammen? Also wir machen relativ viel zusammen. Es gibt so die Grenze, also Ismail macht eher das Color Grading und ich bin eher so für die Animation und Grafiken zuständig. Mhm. Ansonsten machen wir relativ viel zusammen, genau. Okay, das heißt, ihr unterstützt euch dann gegenseitig beim Workflow, wenn irgendwas hapert. Genau, ja. Ich denke, großer Punkt, es macht auch einfach viel mehr Spaß, zu zweit Jobs zu machen. Also wenn ich mich erinnere, bei was für Events ich war und was für Geld ich da genommen habe, also viel zu wenig und so weiter, hätte ich die Sachen alleine gemacht, dann wäre ich jetzt auch nicht mehr in dem Beruf. Aber zu zweit macht tatsächlich alles dann doch Spaß. Sehr cool. Ja, cool. Sind wir eigentlich soweit durch? Habt ihr sonst noch irgendwas, wo ihr sagen würdet, das würde ich gerne noch loswerden? Nö, ich bin tatsächlich ganz glücklich mit den Fragen. Sehr schön. Alles Wichtige ist gesagt. Äußerst zufrieden. Ja. Sehr schön, freut mich, echt cool. Dann kommen wir nochmal zum Schluss zu Schnellfragen. Und normalerweise ist es immer so, ich habe hier immer einen Interviewgast und er soll immer die Frage ergänzen. Wer möchte denn von euch zuerst? Je nach Frage. Lass dich überraschen. Okay, dann machen wir es so. Es springt eigentlich immer der eine ein, der dann eine Antwort weiß. Machen wir so. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Schnellfragerunde. Also die erste Frage kommt. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Hingabe, Kommunikation und... Hingabe. Hingabe. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? IBIS, gutes Bild, 100 FPS und gutes Rauschverhalten. Dein Lieblingsbuch ist? Passend zum Filmemachen, The Blink of an Eye. Dein Lieblingszitat ist? Wer zwischen dem Aufstehen und dem ins Bett gehen das macht, was ihn glücklich macht, der ist erfolgreich. In 5 Jahren werden Videos? Fotos in einigen Teilen ablösen und viel hochkant sein. Dein Vorbild ist? Jacob Owens, Roger Deakins und Steve Jobs. Sehr cool. Wie kann man euch erreichen, eure Webseite? www.videografen.de Super, cool.
cool. Hat mich richtig gefreut. Das ist ein richtig cooles Interview. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Beschreibung. Die beiden coolen Jungs, die werden bestimmt auch was dazu antworten, wenn da was Passendes kommt. Wie die das gemacht haben, wie die angefangen haben. Keine Ahnung, was du für Fragen hast, schreib es einfach unten rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Und ja, wenn ihr Lust habt, können wir das gerne nochmal wiederholen. Und ich freue mich drauf. Sehr gerne. Vielleicht ja in genau einem Jahr. Ja, ja, genau. Alles klar. Bis dann. Ciao.